Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ellerbach im LS22. Es geht weiter, beziehungsweise werden wir heute erstmal richtig anfangen zu arbeiten, denn die Felder sind alle erntereif und wir werden losstürzen mit unserem tollen Drescher, denn der Class Dominator muss bewegt werden. Wir fahren als allererstes, würde ich sagen, auf die 136. Einfach weil sie jetzt hier gerade direkt am Hof ist und kleine Fahrtweg und ich glaube da ist Raps drauf oder sowas in der Art. Das können wir nämlich direkt verkaufen und ja, wir brauchen das Geld aktuell mehr denn je, denn wir haben gar nichts. Wie ich sehe, haben wir da natürlich auch ordentlich Unkraut drauf und ja, jetzt ist natürlich die Frage, werde ich jetzt hier eine Timelapse machen für das Feld oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das vielleicht mal bei einem der nächsten Felder machen soll. Denn wir werden Minimum eine Folge für das Feld brauchen. Minimum. Also da bin ich zwar sehr optimistisch, was das angeht. Ich muss jetzt hier auch noch die Dings anschließen. Aber so vom Ding her muss ich ganz ehrlich sagen, wird es wahrscheinlich Minimum eine Folge dauern. So. Wir werden jetzt erstmal zwei Vorgewände fahren. Dann gucken wir weiter, wie es aussieht. Was wir tatsächlich hier auf dem Drescher haben, ist GPS. Es ist nicht realistisch, dass wir auf so einem Class Dominator GPS haben. Aber es erleichtert halt vieles. Das muss man halt einfach dazu sagen. Es ist halt nun mal so, dass es dann doch das eine oder andere deutlich einfacher macht. Und natürlich eine Stütze ist. Weil ständig hier geradeaus fahren geht ja auch nicht. Also es ist ja nicht möglich. Deswegen. So, warte, ich muss tatsächlich mal vorne auswählen, dass ich auch bei so einer Situation eben das Schneidwerk hochmachen kann, ohne den Helfer irgendwie anzumachen. Deswegen. Genau, da werden wir wie gesagt die zwei Vorgewände fahren und dann sehen wir weiter. Anscheinend sieht das auf der Karte auch ein bisschen so aus, als wären die Bilder hier zusammen, was ja nicht der Fall ist. Das ist leider ein bisschen schade, weil ich glaube, da ist es für spätere Zeitpunkte eben mit einem Helfer ein bisschen suboptimal, sage ich mal. Weil ich glaube, dass CP das nicht erkennt, dass die Felder einzeln sind. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber ansonsten werden wir auch mal gucken, was Raps aktuell kostet. Im Endeffekt ist es völlig egal. Natürlich sollten wir es jetzt nicht zu einem absoluten Spottpreis verkaufen. Das ist ja richtig. Aber wir brauchen halt aktuell das Geld, um eben effektiver arbeiten zu können. Weil das Problem ist natürlich, wir brauchen Geld, um einen Helfer einstellen zu können. Und dann im Gegenzuge eben andere Arbeiten gleichzeitig zu machen. Also zum Beispiel jetzt hier eben das Dreschen und dann halt nebenbei, was weiß ich, Gras mähen oder so. Das wäre zum Beispiel eine Option. Diese Option geht aber erst, wenn ich halt ein bisschen Geld habe für eben den Helfer. Deswegen. So. Eigentlich war auch angedacht, dass ich für den oder statt dem 7R einen Premium nehme von John Deere, aber der hat mir optisch nicht so wirklich gefallen, deswegen habe ich den sein lassen. Der 7R ist natürlich deutlich teurer gewesen, aber ich habe ungefähr so das, was wir auf der Galgenberg an Geld hatten, habe ich ungefähr in den Hof gesteckt, deswegen ist das nicht ganz so abwegig, dass man da auch mal ein bisschen mehr bezahlen kann. Deswegen. So, dann starten wir ins zweite Vorgewinn. Wir haben jetzt 3.000
87 Liter Raps einmal fürs Außenrumfahren bekommen. Es ist nicht wirklich gut. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist wirklich kein so toller Wert, muss man ja auch mal dazu sagen. Weil man muss schon sagen, Raps ist halt relativ... Ja gut, man muss natürlich auch... Oder man darf nicht vergessen, Rapskörner sind relativ klein. Problematisch ist es halt. Daher, dass ja Raps eben relativ wenig Ertrag gibt, hat man natürlich auch dann wieder noch mal weniger Ertrag, wenn da eben Unkraut draufsteht, was das Ganze nicht optimal macht. Das ist ja kein Geheimnis. Deswegen. Aber ich denke, mit den zwei Vorgewänden sind wir relativ gut beraten und denke auch, dass dann das Umdrehen deutlich einfacher fällt. Was ich halt auch immer noch richtig, richtig cool finde, ist, dass hier eben diese Stoppeln, beziehungsweise da, wo wir eben mit den Rädern drüber fahren, dass das halt eben verschwindet und die restlichen Stoppel stehen dann halt noch. Das finde ich persönlich richtig, richtig cool, weil das bringt natürlich auch nochmal den gewissen Realismus ins Spiel. Wenn man da halt eben übers Feld fährt und dann fährt man ja normalerweise eben die Stoppeln runter, wenn man da lang fährt. Und das ist halt hier genauso. Das finde ich halt echt cool, muss man ganz klar sagen. Und ja, das ist schon nicht verkehrt, dass der Rest da noch so steht und so weiter. Bin ich auf jeden Fall ein großer, großer Freund davon, von der Technik. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon so viele Mods. Da sieht man halt irgendwann einfach nicht mehr durch. Das ist ja auch ganz klar. Deswegen, ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht ein 25er rauskommt, aber ja, können wir ja alle nicht beeinflussen. Man muss aber da halt auch ganz klar einfach sagen, wir spielen dieses Spiel jetzt schon seit über zwei Jahren. Dann sollte man halt wirklich mal einen neuen rausbringen. Das Ding ist halt, dass eben keine neuen Features so wirklich im Spiel sind, sondern halt wirklich immer nur durch Erweiterung und so weiter. Und ich finde halt, die Konsolen-Community wird da halt viel zu wenig, die kriegen halt viel weniger Mods. Gut, man muss natürlich da auch wieder sagen, dass das natürlich auch eben von den Konsolenherstellern, oder es liegt an denen, dass eben manche Mods nicht funktionieren. Die würden sicherlich funktionieren, wenn diese Konzerne da eben vielleicht sagen würden, okay, die dürfen verwendet werden. Nur das Problem ist halt, wie willst du die runterladen und so weiter und so fort. Das ist ja alles immer ein bisschen, nicht immer so einfach, weil man muss ja da auch wieder sagen, man muss ja irgendwo einen Ordner haben, wie auf dem Rechner zum Beispiel, auf dem PC, wo man dann eben die Mods reinschieben kann und die dann im Spiel sind. Das hat man ja auf einer Konsole generell eigentlich nicht. Oder prinzipiell eigentlich nicht. Das wird sicherlich geben, also ich meine, das Spiel muss ja irgendwo gespeichert sein, aber so das Ding, dass man da einfach irgendwo einen Ordner findet, ist, glaube ich, nicht gegeben. Und deswegen ist es eher schwierig. Aber halt, wie gesagt, das Spiel wird halt dieses Jahr 3 Jahre alt. Und wenn wir halt mal sehen, was wir vor ein paar Jahren geboten bekommen haben. Also ich sag mal, da war der Anspruch von Giants halt so, dass man alle 2 Jahre einen neuen Simulator rausgebracht hat. Das gibt's heutzutage halt nicht mehr. Oder aktuell nicht mehr. Das Problem ist aber einfach, wie lange wollen wir halt irgendwann auf einen LS warten? Also man muss ganz klar sagen, dass es natürlich von Mal zu Mal immer weniger wird. Also umso weniger es natürlich wird, umso weniger es muss natürlich, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, umso länger das Spiel braucht, umso höher werden die Erwartungen. Also ich denke, das ist halt ein ganz, ganz großer Punkt, weil umso mehr Zeit sich der Entwickler lässt, umso besser muss natürlich das Spiel dann auch werden. Also wenn dann das Spiel halt zum Schluss fehlerbasierend ist und so weiter und so fort, dann ist es halt Quatsch. So. Weil dann hat man halt, sagen wir mal, 3 oder vielleicht auch 4 Jahre für ein Spiel gebraucht, wo sich die Leute, die sich das Spiel holen,
eben mehr erhofft haben. Und dann ist dieses Spiel halt einfach nicht spielbar oder sowas. Das ist dann natürlich immer das Problem, was ich persönlich sehe. Weil man da natürlich ganz, ganz, ganz groß dann immer in Kritik und so reinläuft. Ich meine, es ist ja gut und schön, dass man sich die Zeit nimmt und so weiter und so fort. Aber ich finde halt, die Spiele sind, oder auch der Sprung vom 19er zum 22er ist natürlich groß gewesen mit den ganzen Animationen und so weiter. Aber ich finde halt, dass auch markentechnisch, also was ich halt auch noch nicht ganz so verstehe ist, warum man halt manche Marken einfach aus dem Spiel nimmt. Also es gibt ja tatsächlich Marken, die man halt einfach irgendwann aus dem Spiel genommen hat. Warum auch immer. So, zum Beispiel eben, ich weiß aber auch nicht, ob es daran halt liegt, dass diese Marken nicht mehr produziert werden oder sowas. Das weiß ich nicht. Zum Beispiel eben Lamborghini oder Hülimann oder sowas. Die wurden ja damals, also ich sag mal, weiß ich, vielleicht im 15er oder auch im 19er wurden die ja, oder waren die ja drinne. Aber ich glaube, im 19er war der gar nicht mehr drin, der Hülimann. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber da gibt es halt so viele verschiedene Traktorenmarken. Also im Endeffekt hatten wir ja im 19er oder was im 17er diesen alten New Holland oder diesen Case. Den gibt es ja heutzutage in diesem, oder den gibt es ja jetzt aktuell im Spiel nicht. Es sei denn, man lädt sich halt einen Mod runter. Dann gibt es den sicherlich. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also ich finde halt, wenn man einen Traktor in das Spiel integriert, dann sollte der halt auch dort bleiben. Also, weil warum, man könnte ja einfach die vorhandene Arbeit, die man da rein investiert hat, halt auch einfach nutzen, so. Das verstehe ich nicht ganz, weil man hat ja Zeit darin investiert, diesen Traktor zu konfigurieren und auch zu designen und so weiter und so fort und dann kommt der halt nicht ins Spiel. So. Zum Beispiel eben auch hier so ein alter Deutz. Oder halt eben hier so ein Case. Und so ein New Holland meine ich. Ich glaube, der war im 17er drin. Gibt's nicht mehr. Also das ist nicht mehr vorhanden. Und das finde ich schade, weil vor allen Dingen diese alten Traktoren machen halt einiges aus. Vor allen Dingen eben, wenn man ein bisschen so auf kleinere Technik und so weiter setzen möchte, gibt es halt in diesem Spiel halt viel zu wenig. Und ich meine, über die Jahre sind natürlich immer mehr Traktoren dazugekommen. Das ist ja richtig. Aber es gab halt auch jedes Jahr irgendeinen alten Traktor. Also ich meine, dieses Jahr oder in diesem Spiel haben wir natürlich hier auch den ein oder anderen alten Traktor. Zum Beispiel eben den Bührer. Oder hier der Fendt 500. Oder eben der Steyr. Aber halt diese, zum Beispiel eben so ein alter Deutz. Oder eben dieser alte Case. Oder was weiß ich. Oder der New Holland. Die fehlen dann halt. Also die werden dann halt nach einem Jahr einfach rausgestrichen und das war's. Das finde ich persönlich schade. Jetzt muss ich überlegen. Frage ich mit dem Kramer? Überleg mir das mal. Ich glaube, der Kramer. Na, weiß ich nicht. Mal gucken. Wir könnten den ja auch nur mit einem Anhänger losfahren lassen. Das wäre ja kein Problem. Aber ich denke, ein Anhänger geht definitiv. Nehmen wir den hier mal da in die Hecke so ein bisschen rein, den Düngerstreuer. Und dann schnappen wir uns mal einen Anhänger. Ich glaube, einer wird reichen. Ich meine, ich werde den danach ja sowieso ausleeren nach dem Feld, deswegen. Oder ich fahre auf ein zweites mit Raps, je nachdem. Ich weiß gar nicht, was auf den Feldern so wirklich drauf ist. Weil ich habe mir die Felder tatsächlich nur so nach Lage und so weiter ausgesucht. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, was da auf den Feldern drauf ist, wirklich. Aber das können wir ja nachvollziehen. Weizen, Raps. Gut, dann haben wir ja auf der 109 gleich wieder Raps. Dann müssten wir aber gleich auf die 109 wechseln. Aber ich denke, das ist kein Problem. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Dann fahren wir mal den Gas abtanken. Und damit würde ich sagen, war es das mit der zweiten Folge von der Ellerbach.
Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Projekt gefällt. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss und ciao.